Ja, hallo meine Freunde der gepflegten Panzerunterhaltung. Heute haben wir mal wieder ein Replay vom guten alten T-54. Für viele nach wie vor der beste mittlere Panzer auf Tier 9. Ja, und ich muss sagen, definitiv ein sehr gutes Gerät. Kann man sagen, was man will. Der Crack 530 hat das Ganze hier eingeschickt. Er ist hier mit Tier 9er, 10er, 9er, 8er Gefecht natürlich am Start. Und jetzt schauen wir mal, was er hier reißen kann. Karte Siegfriedlinie. Er ist hier im Modus Angriff, beziehungsweise er ist hier im verteidigenden Team. Und ja, da schauen wir doch mal, was er imstande ist zu leisten. Die Mission kann er schon mal nicht erfüllen, denn da bräuchte er einen Tier 11 Heavy Panzer gegen sich und den gibt es natürlich nicht. Also nehmen wir Mission mal für den Poppes. Dann schauen wir aber mal, was denn da drin ist. So, da kriegt er den ersten Löwen. Er geht hier gleich aggressiv auf die 6er, 7er Linie. Die wird hier gerne bespielt von den mittleren Panzern. Weil da immer ganz gern mal der ein oder andere kommt und man sich auch gut zurückziehen kann. Und man selbst auch den ein oder anderen Spotting bekommt und hier eben auch da in diese Mitte ziehen kann. Also eine sehr gern genommene Stelle mittlerweile. Hier wird gleich vom Falker gepinkt, er soll doch vorfahren. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Das ist ganz schnell dann durch das Thema. Foch würde da beschießen können. Skoda auch. Nimmt hier eine sehr weit entfernte Zoomstufe. Jetzt nimmt er da die nächste. So, den Skoda jetzt gekettet. Hat aber nicht so viel gebracht. Jetzt vielleicht auf den 110er. Auch der ist jetzt schön. Und was macht der denn da? Das ist ja Wahnsinn. Da macht er einen klappen Purzelbaum sogar. So. Ja, kriegt hier jetzt ein bisschen was von der Badget. Stört ihn aber nicht, denn er steht schön da. Kann hier die Badget ketten, allerdings kein Damage dabei verursachen. Und jetzt die Kette samt Schaden hat es dann ermöglicht, dass er hier raus ist. Der Löwe, der will ja was von den beiden. Vom Ru und von ihm. Ah, der Löwe hat halt auch eine wirklich gute Kanone, deswegen kommt er da hier recht gut durch. Er kettet ihn jetzt, aber ohne Schaden anzubringen. So, dadurch, dass er die Kette gezogen hat, jetzt hier seitlich auf den Turm. Nimmt er für Premium, dass er da jetzt sich ein wenig leichter tut. Oder vorne auf die untere Frontplatte, ja, er hätte das auch mit der normalen geschafft. Aber ab und an, wir werden am Ende sehen, ist das gar kein Problem. So, jetzt der Centurion. Hier zusammen mit dem TVP. Da gibt er dem TVP einen. Das war natürlich absolut unbeabsichtigt. Hat man gut gesehen. Das war nicht gewollt. Da wollte einfach ein bisschen wackeln. Und mit Auto-Aim hat er dann leider dem TVP eine gegeben. Das kann halt passieren. Und jetzt hier Foch. Da immer schön oben drauf auf die, aufs Köpfchen. Und dann klappt auch der. Ah, Type 4 schwer mit seiner HE-Kanone. Der moderne Angstgegner in Tanks, muss man ja schon fast sagen. Denn der braucht nicht zielen. Der ballert einfach auf euch drauf und dann ist das Thema durch. Schaden macht er immer. So, jetzt geht er hier auf. Da kommt der Type 4 gerade wieder rum. Zack, da hat er schnell eine gegeben. In der Gefechtsauswertung seht ihr übrigens, oder es ist nicht da, dass er die Munition aufmunitioniert hat, die Premium-Munition. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen was entweder im Sortiment gehabt haben oder nicht automatisch nachladen gar drinnen oder aufmunitionieren. Also nicht, dass ihr euch da wundert, hoppala, der hat ja gar nichts für Premium gezahlt. Wenn ich das nicht automatisch wieder befüllen lasse, kommt das halt so raus. So, jetzt der Oho. Jetzt stellt er sich hier clever an die Seite, weil er ist so niedrig. Der Oho, der kann ihn hier nämlich nicht treffen. So, jetzt hat er auch noch drüber geschossen. Ideal. Da könnte er es auch locker mit normal
Munition schießen. Seitlich hat der Hoch keine Chance. Und jetzt wird es spannend. Das ist nämlich da der Type 4 schwer. Und der T-30 kommen jetzt beide. So, jetzt nimmt er den Oho hier clever als Schutzschild sozusagen. Type 4 hat ihn hier eine reingezimmert, aber jetzt hat er die Möglichkeit hier da auf den zu gehen. Muss aufpassen, jetzt nicht zu sehr rammen lassen, denn 27 Hitpoints ist nicht mehr viel. Aber der sitzt. Als einen braucht er noch. Und jetzt der hinten schön reingebuttert. Sehr gut gemacht. Fünfter Kill. Hinter ihm plötzlich der S1. Aufpassen, schnell weg hier. Der T30, das ist doch ein dankbares Ziel. Wie gesagt, alles, was er jetzt hier an Munition schon fast verschwendet, ist Zeug von eher von Reichtum. Denn das könnte man auch locker alles mit normal machen. So. Jetzt rammt er den AMX-30 weg. Auch mit 27 Hitpoints geht der halt gut, klar. Aber selbst wenn es jetzt alles, was ihn gekostet hätte, die ganzen Schüsse, kann ich euch versprechen, er wäre immer noch mit Plus nach Hause gegangen. Sehr schön, siebter Kill. Einer fehlt noch für die Radley Walters und das ist gegen den S1 und der war ja gerade noch rappelvoll. Hat aber schon 7099 Damage gemacht. Da ist der S1 und ihr seht, er ist rappelvoll. Aber S1 im Nahkampf ist natürlich stark unterlegen. Hat er nicht viel Chance, also da muss der S1 das ein bisschen cleverer spielen. Sollte nicht der sein, der hier attackiert, aber er scheint es doch genauso zu machen. Er denkt sich, ich brauche nur einen Schuss und das reicht auch. Und jetzt ballert er daneben und genau das ist das, was der gebraucht hat. Und dann kriegt er es hin und macht den S1 weg. Eine Prise Glück, aber viel Können war dabei für die Radley Walters. Und das mit 6 Minuten 26 und 8100 Damage. Sehr nice gemacht. Da kann man nichts anderes sagen außer Chapeau. Vielen Dank für die Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen zum Ansehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.